Willkommen, guten Tag bei Peperl und Fuchs. Mein Name ist Thomas Brezener. Ich bin der Geschäftsführer der österreichischen Peperl und Fuchs Tochter. Peperl und Fuchs gibt es seit 60 Jahren. Ist ein Unternehmen, das beschäftigt sich mit Herstellung von Komponenten, Systemen und Lösungen für die Automatisierungstechnik. Der Konzern selbst sitzt in Deutschland. Wir sind weltweit mit mehreren Töchtern, insgesamt fast um die 40, vertreten. Es gibt noch zusätzliche Distributoren, die unsere anderen Länder abdecken. Das heißt, ich kann behaupten, wir können weltweit in den wichtigen Industrienationen einen Service für unsere Kunden bieten. Wir können Beratung, wir können die Lösungen für ihre Probleme in der Automatisierungstechnik anbieten. Wir haben heute hier mehrere Highlights auf unserem Stand anlässlich der Smart Automation und da würde ich Sie gerne herumführen und Ihnen einige dieser Highlights präsentieren. Also willkommen hier bei unserem ersten Highlight. Es handelt sich um Sensorik für das IO-Link-System. IO-Link ist ein normiertes System, das dem Kunden dient, Service und Wartung von Sensorik zu optimieren. Bei herkömmlicher Sensorik ist es ja so, dass Sie nur das Signal analog oder binär bekommen. Beim IO-Link ist es einfach so, dass Sie auch Wartung, Signale der Sensorik über die Leitung zusätzlich machen können. Was Sie hier sehen, ist einfach ein Schnitt von einem Feldbussystem, in dem Fall von der Firma Phoenix Contact. Und hierauf wurden mehrere Sensoren kontaktiert und Sie können jetzt über eine SPS, über eine Zentrale, diese Sensorik ansprechen. Nun befinden wir uns bei unserem zweiten Highlight. Es ist ein Sensorik aus der Fabrikautomation. Es ist ein Sensor zu dem System IO-Link, wie vorhin präsentiert, passt. Das heißt, er hat die Schnittstelle, aber das Besondere an diesem Sensor ist, dass er eine Abstandsfunktion hat. Das heißt, Sie haben hier keinen herkömmlichen Abstandssensor. Ich möchte das vielleicht mit der Applikation, der typischen, beschreiben. Typischerweise ist das in der Logistik, in der Lagerwirtschaft, kommt dieser Sensor zum Einsatz und es geht um hochexakte Positionieraufgaben. Typischerweise hat man das Problem, bei einem Sensor entweder Farbdifferenzen zu bekommen, also über die Farbdifferenzen einfach dann Abstandsdifferenzen, das heißt, Sie können so nicht exakt positionieren. Oder wenn Sie allerdings exakt positionieren, brauchen Sie zum Beispiel einen Reflektor, ein definiertes Objekt. Das ist nun hier eine neue Technik in dem Sensor, Pulse Range Technology, die unabhängig von sämtlichen Farbeinflüssen macht. Wir können hier mit diesem Sensor bis zu 8 Meter Distanz unabhängig von dem Gegenobjekt positionieren. Nochmal, um den typischen Anwendernutzen, den Einsatz zu spezifizieren. Ein Hochregallager, wo mehrere Paletten gelagert werden und Sie wollen die sogenannte Fachbelegtkontrolle überprüfen. Das heißt, das Regalbediengerät fährt dann in die jeweilige Gasse und kann über den Sensor feststellen, ob eine, keine oder mehrere Paletten in diesem Lager ist. Wobei die Farbe oder die Form dieser Palette in dem Fall keine Rolle spielt. Wir befinden uns hier nun im Geschäftsbereich Prozessautomation. Es geht hier hauptsächlich um Optimierung und Transport von Signalen aus gefährdeten oder besonders zu schützenden Bereichen. Wir haben hier mehrere Highlights. Ich möchte daher in diesem Bereich hier auf die näheren Highlights gehen. Das erste hier ist das sogenannte VisoNet GMP. Es ist ein Bedienterminal, das nicht unbedingt das für den typischen explosionsgefährdeten Bereich, das auch, aber besonders für den Bereich Pharma- und Lebensmittelindustrie gefertigt wird. Sie haben neben einem Gehäuse, das nahtlos aus Edelstahl gefertigt ist, sämtliche Bedienelemente, Tastaturen ebenso nahtlos eingefügt. Das heißt, es genügt sämtlichen Anforderungen in der Pharma- und Lebensmittelbranche und Sie haben verschiedene Lösungen in der Konfiguration mit, ohne Tastatur, mit zwei Bildschirmen, mit einem Bildschirm. Das heißt, alle Bedienaufgaben, die vor Ort mitten in den Produktionsbereichen notwendig sind, können Sie mit diesem VisoNet GMP abarbeiten. Auf der anderen Seite hier sehen Sie jetzt den
das Remote-IO-System für, in diesem Fall für Profibus. Es gibt dasselbe System auch für Foundation Fieldbus. Die Besonderheit, Sie können mit dem System sowohl in Zone 2, das ist eine Variante, und in Zone 1 mit der anderen Variante gehen. Wenn wir jetzt auf den Kundennutzen gehen, dann gibt es hier die Möglichkeit, das zu vergleichen. Sie haben klassischerweise in der Verdrahtung eine sogenannte Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Bus-Verdrahtung. Mit dem Remote-IO, das komplett abgekapselt ist, können Sie die Field-Elemente, also sprich die Sensorik aus dem Feld, direkt an das Remote-IO anbinden. Sie sparen jede Menge Verkabelung und haben dann die direkte Schnittstelle zum Bus. Das dritte Highlight, das wir hier haben, beschäftigt sich ebenso mit dem Transport von Feldsignalen in den Bus. Allerdings ist es hier unter dem Schlagwort Wireless Heart, das schon den Kundennutzen im Namen hat. Das heißt, wir können einen drahtlosen Transport der Signale und eine drahtlose Wartung der klassischen Heart-Technologie, sprich Parametrierung, Signalabfrage, über das System verifizieren. Dazu gibt es mehrere Komponenten, die teilweise batterieversorgt sind, da sie im Feld sind. Das heißt, es ist auch im Feld, abgesehen von der Funktechnologie, keine weitere Verdrahtung notwendig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für diesen kleinen Messerundgang, für die Präsentation dieser Highlights. Sie können sämtliche Informationen gerne auf unserer Homepage www.peperl-fuchs.com oder .at aufsuchen. Gerne stehen uns natürlich unsere sämtlichen Techniker, Außendienstmitarbeiter zur Verfügung. Sie können uns gerne unter 022 36 33 44 1 kontaktieren. Vielen Dank.